So, weiter mit neuen Runde auf Drank Crusade. Ich bin jetzt noch immer 120, allerdings auch der Ringmaster 120 und Master. Ja, das war echt eine relativ lange Durststrecke. Das war irgendwie nicht so wirklich cool. Und naja, gut, wie dem auch sei. Ich habe noch ein paar von den Dingen da gefarmt und so, die ja nichts wert sind. Kann ich halt später mal scrappen oder so. Ja, es gibt aktuell halt, wie gesagt, noch diese zwei Teile für 4 Perien. Aber ich will halt keine 4 fucking Perien für ausgeben, weil ich meine, es sind 4 Perien. Andererseits wäre das Set natürlich dann komplett. Wir haben halt einfach nichts davon gefarmt. Warum sehe ich den Effekt nicht? Wait, what? Item Wiki. Twilight Set. Soul Leeching? Das Set bringt Soul Leeching? Oh, wow. Das ist ein Game Changer. 10% Attack. 15. Boah. Okay, wir haben 15% HP für 15% HP. 20% Cast für 15% Cast. 10% Attack für 8% PvE Damage. Wait, so gut ist das Ding gar nicht. Wobei, also hättest du denn kein Soul Leeching, würde ich sagen, so lohnt nicht. Soul Leeching Satz. Und ja, gut, Gearscore halt, ja. Ja, Gearscore. Okay. Ja, was können wir jetzt aktuell noch machen? Müssen wir wieder Hernias farmen, ja. Oh nein, ernsthaft? Also ich wollte eh gerade restarten, so deswegen ist das Ganze natürlich vollkommen okay. Es ist nicht irgendwie so, dass es gerade... Ich kann nur noch auf Solo farmen, oh no. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich habe keine Buffs mehr, lol. Warte mal, es gibt noch mehr News. Ich habe das Pad gelevelt, unfreiwillig. Also ja, schon freiwillig, aber halt... wir haben ein Problem. Echt ein Problem. Ich denke mir, seht ihr das Problem aktuell? Nein. Ja. So, 2 Level. Oh Gott, ey. Aber ich kann auch diese Scroll, glaube ich, nutzen, oder? Hat sich nichts geändert? Hä? LOL, ich bin einfach nur so unlucky. Wow. Amazing. Simply amazing. Wow, das ist jetzt richtig uncool. Das ist verdammt uncool. Uff. Wow. Ja gut, wir fahren noch ein bisschen Hernios. Wir können halt auch Dramnok farmen, also wir brauchen einfach das Geld effektiv. Wisst ihr was, wir farmen Dramnok. Ja, ich meine, wir können es halt wieder rumeiern ohne Ende und halt überlegen und uns selbst bemitleiden und whatever. Aber ich denke mal so wirklich objektiv betrachtet, müssten wir einfach Geld farmen, uns da einen Apfel beißen und sagen so, jo, wir brauchen eben 4 Perien. Und... die Lage akzeptieren, wie sie ist. Bin genauso unzufrieden damit wie ihr. Aber wir haben keine Option. Wir haben wirklich keine Option einfach. Pride of Victory, keine Ahnung, ob ich das aktivieren sollte. Ja, sollte ich. Ja, genau, der Rest das passt noch nicht, genau. Okay. Skills haben wir, sind gerade nur nicht sichtbar, weil ich halt gecrashed bin. Okay. Uff, okay, naja. Also ist das wie gesagt nicht ganz optimal alles und so. Wir müssen jetzt einfach an das Geld kommen. Und ich will nicht alles offscreen farmen. Ich meine, klar, könnte ich halt machen, aber wäre halt irgendwie auch ein bisschen lame und alles. Ja. Übrigens sind aktuell so viele Spieler online, dass Channel 1 sogar vorgeleckt hat. Und es war jetzt nicht irgendwie um 18 Uhr zu Primetime oder so, sondern es war um 22 Uhr ungefähr. Oder sogar nach 22 Uhr.
8 Mille. Okay, es ist... es ist gar nicht mal so viel wie gedacht. Fuck, wo sind meine Dinger? Habe ich keine? Habe ich... No, ich habe keine Actis mehr. Scheiße. Ja, das ist uncool. Ich habe einfach keine Activations mehr. Wow. Ja gut, wir können natürlich jetzt auch anfangen, jetzt mal in Gigs killen, weil ich finde, der Gicken bringt halt fast mehr als Tramnok. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist halt einfach nur so ein Gefühl einfach. Oh Mann. Uff, okay. Also ich muss sagen, das wird, glaube ich, noch eine ganz lustige Geschichte. Also mein Plan ist auf alle Fälle jetzt halt, also wir farmen jetzt ein bisschen Geld. Wait. Ich überlege gerade. Ich spiele gerade im Kopf gerade verschiedene Games durch. Wir könnten... Wir könnten den Gear Squash schnell hochballern. Ich hab die Ringe gerade Ketzi geliehen. Dann Red Meteor farmen. Wisst ihr, was ich meine? Was ich gerade im Kopf habe? In der Hoffnung, es einfach selbst zu droppen. Andererseits, boah, ich weiß nicht, was farmt sich denn schneller? Am besten halt beides, oder? Beides wäre genial irgendwie. K Damage ist natürlich nice. Ah, das Pad regt mich auf. Oh. Wieder VIP. Bannerwing Cloak, okay. Dann alles. Dann noch mehr Furniture? Hä, warum kriegt man, seit wann kriegt man so viel? Offline-Window. Noch mehr Premium. Alter, die ganzen Premium-Tage einfach. Halt auch geil. Kann man sich nicht mehr beschweren, so, oh, kein Premium und so. Also, was ich jetzt gerade an Premium-Tagen bisher bekommen habe, ist halt schon nicht schlecht. Und die ganzen Power-Ups und so. Das ist übel. Wir könnten natürlich aber auch noch was anderes machen. Und ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch eine noch bessere Idee. Und zwar die Keynes Mine farmen. Wenn wir nicht die Keynes farmen, dann kriegen wir noch Warriors and Moons, Sunstones, sehr viel Geld, sehr viele Drops. Ja, so ist eine Richtung, würde ich sagen. Lol, in der Sekunde. No way. Ich habe so viele Gilden-Member. Schon krass. Ja, ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch noch... Ja, gut, Hernios wäre vielleicht auch sinnvoll zu farmen. Weil, wenn wir jetzt eine Hernios-Wand droppen... ich weiß nicht genau, wie hoch das die vom Gearscore geht. Wahrscheinlich auch nur Level 100. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also macht auch nochmal, glaube ich, 50 Gearscore so wahrscheinlich aus. Roundabout. Welches Level sind die? 85 oder so? Keine Ahnung. Ja, kommt alle her. Ah, oh, guck mal, ist so schon der Weg auch in.
9 Millionen. Na gut, dass ich meinen Eintrag nur gerannt, das hat schon echt was wert irgendwie. Hat schon auch ein bisschen cool, wie ich finde. Genau, also unsere Gilde ist schon relativ voll aktuell leider. Wer noch rein will und so, klar, geht jederzeit. Halt nur mit einem Charakter. Mit mehreren Charakteren ist es halt schwierig. Wobei ich zusagen muss, mir ist aktuell der 2. Juli, nachts noch. Das heißt, die Info, die ihr aktuell gerade hört und seht, ist halt wahrscheinlich bis dahin total outdated. Ja. Blessing of the Pet Tamer, ja, die Richtung ist schon mal richtig. Wobei wir könnten auch einen Blessing nutzen, das Ding Level Down machen und dann. Ha, wäre auch eine Idee. Oder ein Pärchen für die Ringe, Mann, what the fuck. Der Bucher. Und auch halt so 2 Pärchen für solche blöden Twilight-Teile ist halt wirklich komplett übertrieben. Ich meine, auf Solo, im Solo-Mode ist das Ding doch wirklich mega easy, oder? Ich weiß nicht, wie die Droprate ist, aber. Weiß nicht, also ich denke nicht, dass es so schwierig ist. Also was zu droppen. $68 Mille. Andererseits, klar, ich meine, je länger wir warten, desto mehr Geld verlieren wir auch und desto mehr Zeit verlieren wir. Allein deswegen sollten wir jetzt halt auch nicht zu lange warten. Ach Mann, ja, in solchen Situationen ist es einfach guter Rat teuer. XP-Pad habe ich auch noch. Mein Gott, ist so viel Stuff, den ich habe. So, und weg mit dem. Hä? Action-Slot? Was ist die genau P? 1,6 Mille. Ganzen Power-Ups da reinklatschen. Wir brauchen unbedingt noch so ein Auto-Power-Up-Button irgendwie. So alle Power-Ups da rein. Das wäre so geil. Alter, ich habe schon wieder so viel Stuff hier. Das ist. Habe ich das aufgemacht? Wenn ja, könnte ich echt benutzen irgendwo. Also ach, ihr wisst schon. Aktivieren halt. Ich meine, 2 bis 3 Teile würden halt reichen für Dranlok, also für Master Dranlok. Andererseits würde aber auch reichen für Red Meteor. Warum ist das Ding so viel AP? 3 Millionen, gar nicht viel eigentlich. Ich muss irgendwie aussortieren, aber ich weiß nicht genau, was und wohin und ich habe noch gar nicht das Set erweckt. Oh wow, da können wir so viel rausholen. Nicht an Gearscore, aber halt an HP, Damage, whatever. Jetzt kriege ich einen Knuckle, Alter. Das kannst du nicht ausdenken. Natürlich kriege ich jetzt einfach einen Knuckle. Season 11 Hype, okay. Cybertrucker, 50 Perien. Box aufmachen, genau. Key Nummer 1, Key Level 1. Erstmal da finden. Und ich muss noch Daily Dungeon machen. Holy shit. Oh, das bringt uns ziemlich viel Geld, glaube ich, oder? Was? Julia? Wer ist denn Julia? Ah, Julia, ich hab sie gefunden. Oh Gott. Wo ist die komische Box? Das bin ich. Da ist die Blue. Wow, kann ich mal weg. Oh, was war das hier? Ja. Ist die Channel 1? Ja. Boom.
Es gibt einfach zwei Julias. What the fuck? Total random. So, okay, dann haben wir jetzt die Wahl. Beziehungsweise erstmal die Ernüchterung. Wir haben nur 3237 Gearscore. Auf die Ernüchterung folgt dann vielleicht die Konsequenz. Wo ist die Kacke jetzt? Hier ist die Kacke. So, einmal, zweimal, dreimal. Oh, okay, das geht gut hoch. Das geht ziemlich gut hoch. Dann gehen wir mal kurz auf Upgrade. Zack, zack, zack. Bin mal gespannt, was das hier gleich bringt. 616 schon mal. Wir brauchen ja wirklich noch so viel Gearscore, das ist echt ein bisschen problematisch. Und ich habe halt wieder Pech vielleicht. Ja, es ist so. Ich weiß nicht, haben die Raten irgendwie verringert oder so? Weil irgendwie, ich weiß es ja nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Raten... Also entweder bin ich halt wirklich so unlucky. Ihr habt es gesehen, wie viel Pech das letztens hatte. Oder ist es halt wirklich irgendwie geringer als sonst. Hm. Na komm. Okay, Sockel bringt schon mal nichts. Interessant. Was haben wir noch alles? Ach man, wie ich das hasse. So, jetzt haben wir 3325. Das ist gut. Das ist besser als gedacht. Das ist echt besser als gedacht. Jetzt machen wir noch... Sekunde, jetzt haben wir noch Element drauf. Wait, wir erreichen das vielleicht sogar. Wir erreichen das. Hier. Ja, jetzt spielt so viel Müll in das Inventar. Ich hasse es. So. Hä? Warum bringt das nichts? Doch, bringt schon was, ist nur laggy, lol. So, dann könnten wir halt. Wie viel brauchen wir jetzt noch für. 3650. 300 Gearscore sollten wir aber eigentlich hinkriegen, oder? Ich habe nicht genau den Helm geabt letztens. Ja. Kacke, ey. Trade, Unlucky ohne Ende alles. 528. Die Frage ist, was kriegen wir jetzt hier raus? 550. Ja, also Potenzial ist schon da. Okay, wo gehen wir noch rein? Gehen wir noch in Daily Dungeon rein. Daily. Wo ist er? Da ist er. Stopp, wir brauchen erst noch was anderes. Sandpress, Upre, Dramnuk. Sandpress Upres, ja, okay, das ist. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. So, einmal da. Wir brauchen. Hier noch am besten so 10 Stück. Gut, es ist keiner im. Daily Dungeon. Let's go. Fuck. Doch, ist Solo schon, okay. Ja gut, dann fahren wir einfach ein bisschen Geld hier. Also nicht nur Geld, sondern eben auch Guardian-Waffen und mehr Geld und whatever. Boom, was bringt sie denn gerade in Geld? 2,2 Mille. Ist doch ganz nett. Genau, dann gibt es noch die Treasure Chests für Oris und Moons und so weiter. Okay, also ich so geldmäßig kriegen wir das schon ganz gut was raus, wie ich finde. Ah, fuck, ey. Ist die Kacke noch aus gewesen? Ja, weniger Droprate. Und weniger Geld und alles. Was war es gerade an Geld? Keine Ahnung. Daily Drop, ja. Wir könnten auch Trick 17 anwenden. Die ganzen Waffen scrappen und dann den Weapon Dust verkaufen.
ist natürlich absolut in jeder Hinsicht ehrenlos und absolut dumm eigentlich auf lange Sicht gesehen. Aber wenn es bedeutet, dass wir halt eben einen Tramlok farmen können, und das sogar noch heute noch, dann wäre es halt vielleicht wieder relativ schlau. Oder was denkt ihr? Also sehe ich halt schon so einen Punkt, wo ich sage, wäre halt irgendwie sinnvoll. Die droppen übrigens mega Geld, oder 700k oder so. Jo, 2,9 Mille. Ja. Es entwickelt sich in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Ich weiß übrigens bis heute nicht, was dieses Dragon Ball bringt. Keine Ahnung. Das Ding ist tanky as fuck. Skull of Reversions kriegen wir auch noch teilweise. Das Ding ist, ich bin eigentlich gerade echt der Meinung, wir sollten. Ach, ich bin doch behindert, Mann. Was mache ich denn für eine Scheiße hier? Wo ist das andere Teil? Alter. Was suche ich denn überhaupt? Ich suche eine Suit. Hier ist die Suit. So, jetzt aber. 75k, okay. Mille. Ja. Oh, die machen so viel Schaden. Holy shit. 500k. Also das Problem ist, wir kriegen halt den Boss nicht down. Der killt uns. Okay, der killt uns auch. Nice. Wir probieren das mal kurz. Das Item mal ganz kurz. So, change Pet Levels. Ach, kacke, ey. Wieder Pech. Ey, was ist denn hier los eigentlich? Jetzt nutzen wir das Ding. Das kann man nicht mehr machen. Shit. Ich wollte es einen Level down kriegen. Okay. Ja, gehen wir all in, würde ich sagen. Wir gehen komplett all in. Und ab in die Scheiße einfach.